Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab erstmal ein paar Informationas. Unsere Couch dauert noch etwas, ja. Wir müssen noch 2 Wochen warten. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal wieder hier ins Büro verzogen. Hab mir ein paar Lichtchen hinten mal bestellt und rangepackt. Ich denke mal, das macht die Atmosphäre hier ein bisschen chilliger. Als nur, schwupp hier die Nano-Lichts zu haben. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch diese Umgebung quasi jetzt gefällt. Also ich sag mal so, so langsam wird es hier. Und dann noch eine kurze Info. Ich habe letztens eine Nachricht bei YouTube bekommen. Jo, man kann jetzt Kanalmitgliedschaften bekommen, machen dies, das, keine Ahnung. Also wer sich sagt, yo Digga, ich unterstütze dich da jeden Monat, kann dort gerne mal reinschauen. Hier unterm Video steht da, glaube ich, Mitglied werden oder so. 99 Cent habe ich da eingestellt. Das könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr sagt, Digga, ich supporte dich gerne. Weil mit YouTube mache ich ungefähr 50 Dollar im Monat. So, Freunde, genug der Werbung und das Gequatsche. Ihr habt natürlich reingeschaltet oder eingeschaltet, weil ihr wissen wolltet, was pellt sich zurzeit. Ich habe hier schöne 10 Tabaksorten vor mir und heute will ich euch mal so ein bisschen zeigen, was pellt sich aktuell und was gönne ich mir gefühlt jeden Tag. Ich würde sagen, ich greife einfach mal rein. Ich greife einfach mal rein und da haben wir Somo Strong Orange. Wie ihr sehen könnt, viel ist nicht mehr da. Es ist auch meine letzte Dose von Somo. Für mich persönlich, ich bin nicht, muss ich gleich mal vorab sagen, ich bin eigentlich nicht so ein Orange-Freund. Aber der Somo Strong Orange ist für mich, meiner Meinung nach, alles meine Meinung, was ich euch hier heute zeige natürlich, der beste Orange. Ja, der beste Orange, Bruder. Es ist einfach eine Göttlichkeit hoch 10. Ich glaube, den bekommt man nicht mehr. Eventuell habt ihr die Chance, irgendwo im World Wide Web noch eine Dose zu ergattern oder ihr habt den noch zu Hause. Schreibt mir auch mal gerne eure Top 5, Top 10, Top 3 in die Kommentare. Was pellt ihr aktuell? Somo Strong Orange, wirklich Liebe pur. Wir bleiben gleich mal bei Somo. Natürlich, ja, natürlich ist er drin, Freunde. Und zwar ist es der Blue Mint. Hier noch, Dose ist zu. Ich habe zum Glück noch ein bisschen mein Lager aufgefüllt, hier mein privates Lager. Somo Blue Mint, Freunde, ihr kennt's. Ja? Ihr kennt's aus dem Stream auf Instagram. Allgemein, wer mich fragt, so was pellt sich meistens, ist es Blue Mint und Cane Mint von Adaya Black. Ja? Guter Übergang, Digga, hast du wirklich gut gemacht. Adaya Black Cane Mint, für mich persönlich. All day, ja, all day, wirklich, den pelze ich jeden Tag und so sieht auch mittlerweile meine letzte Dose aus. Hier sind noch ein paar Köpfchen drin, wird eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich. Ich habe zwar noch den Strong Cane Mint, aber da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber was Cane Mint oder Minze mit etwas stärkerem Nikotin angeht, ist für mich Adaya Black Cane Mint sehr, sehr, sehr große Liebe geworden. Es sei denn, man gönnt sich den Tangiers Cane Mint. Da wird auch noch, denke ich mal, ein Video kommen. Das ist halt Endstufe. Ja? Bekommt man gefühlt gar nicht. Aber der Adaya Black Cane Mint ist für mich die Liebe im Herzen. Ja, muss ich wirklich sagen. Wir können gleich mal noch bei Adaya Black bleiben. Weil da habe ich auch vor ein paar Wochen eine neue Liebe entdeckt für mich. Und zwar ist das der London Fog. Ja, der London Fog, da muss ich mal ganz schnell gucken. Ich glaube, da ist so Holunder Grapefruit oder sowas. Adaya Black London Fog. Auch eine sehr, sehr geile Mischung. In Kombination natürlich mit Cane Mint. Bei mir gibt es eigentlich nichts ohne Cane Mint. Holunder Grapefruit Rose. Finde ich sehr, sehr nice. London Fog. Habe ich gar nicht so oft einen Schirm gehabt, muss ich sagen. Aber ich habe mich letztens mal daran erinnert. Wir hatten irgendwann mal bei Adaya im Office, hatten wir den mal geraucht. Und den habe ich mir geholt, Bruder. Richtig geiles Ding, kann ich wirklich auch empfehlen, falls ihr den noch nicht geraucht habt oder sowas. Wirklich sehr, sehr lecker das Ganze. So, dann kommen wir mal, ja, wir bleiben gleich mal noch bei schwarzem Tabak. Und zwar haben wir hier einen Doppelschuss. Einmal ist das der Pinkman von Must Have. Sehr, sehr nah dran an dem Liquid. Pinkman, absolut geiles Ding, kann ich euch empfehlen, falls ihr da irgendwie an Must-Have rankommt. Aktuell ist auch ein bisschen schwer an Must-Have zu kommen. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Leute ich dafür begeistern konnte, Kiwi Smooth, auch von Must-Have. Ich bin zwar gegen Kiwi allergisch, aber den baller ich mir so, so gerne rein. Habe ich auch gerade im Köpfchen drin, Kiwi Smooth von Must-Have.
auch ein Monsterbrett geworden. Ja? Also von der Kiwi-Note her, eine süßlich-frische Kiwi, leicht säuerlich im Abgang. Einfach nice und dazu halt dieser schwarze Grundtabak, der das Ganze einfach so abrundet, wie ich es aktuell fühle. Ja? Also da stehe ich auch extrem drauf. Der ist nur leider auch demnächst wieder leer. Und da blutet mein Herz etwas. So, Freunde, dann kommen wir zu einem relativ aktuellen Tabak. Letztens erst vorgestellt. Und das ist meine Alternative, wer keinen Somo Blue Mint mehr hat. Allmassiver Blaulicht, eine Blaulichtnote, genau. Brombeere oder ein Beerenmix mit Blaubeere. Auch sehr, sehr geil, wer sich sagt, ey, ich finde den Somo Blue Mint ums Verrecken nicht. Ist das hier eine sehr, sehr nice Alternative. Natürlich mit Kane Mint. Persönlich baller ich, wie gesagt, überall Kane Mint rein. Aber auch pur ist der verdammt, verdammt gut. Und dann haben wir hier noch eine kleine, eine Empfehlung, die werde ich gefühlt noch in 10 Jahren empfehlen. Und zwar haben wir Allmassiver Blut gegen Blut oder Bruderherz. Blut gegen Blut ist ja Drachenfrucht und Zitrone. Der Bruderherz ist ja nur diese Drachenfrucht. Und das ist Drachenfrucht der Hölle, einfach nur, ja. Das ist so ein absolut monstergeiler Flavor geworden. Ich hab die ja schon vorgestellt, aber diese Drachenfrucht ist immer noch ganz tief in meinem Herzen drin. Wirklich sehr, sehr lecker. Und dann haben wir hier zum Schluss zwei Traube Minze, die ich aktuell auch ganz gut wegballer. Hier Aquamenta, ist nichts drauf leider. Den werde ich euch noch vorstellen. Das ist der Black and White von Aquamenta. Der neue, der ist auch wirklich sehr, sehr gut geworden. Wie gesagt, ich denke mal in ein, zwei Wochen wird das Review dazu kommen. Und natürlich, darf man es nicht vergessen, ist der Holster Grape Mint. Finde ich auch eine sehr schöne Traubennote geworden. Hier ist natürlich auch wieder der Unterschied. Stehst du eher auf so eine kräftigere Traube, die etwas herber ist, sage ich mal. Oder suchst du eher so eine Traube, die süßlicher ist. Da ist ja jeder wieder unterschiedlich. Was mag man für Traube, Traube, Minze, Flavor, dies, das. Einer mag auch gar keinen Traube. Aber die beiden finde ich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ja, und hier haben wir quasi so die Top 10 in Anführungsstrichen, was ich aktuell einfach baller. Ja? Es gibt natürlich noch mehr. Aber das ist so, was ich aktuell mische, pur rauche, mit Kane Mint immer noch verfeiner. Kann ich euch nur ans Herz legen. Was ist denn aktuell schwierig zu bekommen? Somo ist schwierig zu bekommen, Adaya Black und Must Have. Der Rest sollte eigentlich soweit auf dem Markt sein. Aber wie ich gehört habe, soll auch Somo demnächst wieder rekommen, Freunde. Ja. Das waren so meine Flavor. Schreibt mal, oder meine Tabaksorten, die ich aktuell wegpelze. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell so raucht. Ja, was ihr sagt, Bruder, 220 baller ich das all day long. Ja, Pharma vielleicht von Alvaha, ich weiß es nicht. Schreibt es mir, wie gesagt, mal gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was die Community so weghaut hier. Gut, Ladies, dann soll es das gewesen sein. Ja, relativ kurz und knackig das Ganze hier auf dem Sonntag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, würde mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo. Und die Dosen kann ich jetzt erstmal wieder alle wegstellen. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Immer noch hier, denke ich mal. Unsere Couch soll erst im August kommen. Ja, aber dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder drüben. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bin draußen. Haut rein, euer Schmiddi. Peace.